Willkommen zurück. Wir kämpfen hier noch immer um Burg. Ich habe den Namen, der ist mir gerade entfallen. Auf jeden Fall zerschmettern wir die Vegieren. Dann müssen wir nach Burg Ismiralla schnell. Da belagern die nämlich zurück, die Schweine. Glaubt ihr das? Die belagern uns einfach zurück. 35 Gegner noch. Und ich komme hier keinen Schritt voran. Ich falle hier gleich runter. Nein, ihr Maden, ihr dreckigen, ihr stinkenden, versifften. Tut was, greift an. Naja, 27 Gegner noch. Hier vorne sind wir jetzt gleich schnell durchgebrochen, denke ich. Dann wird hier einfach aufgeräumt. Von mir aus könnt ihr ein bisschen schneller machen. Aber jetzt haben wir sie gleich. 16 Gegner noch und die Nahkampfriege hier vorne ist gleich aufgebraucht. Dann sind wir drin. Da können uns hier die ersten, die laufen schon durch. Ein paar Schützen sind hoffentlich auch gleich oben mit dabei. Damit wir aus der Ferne noch ein bisschen Schaden anrichten können. Und dann könnt ihr uns alle mal an die Füße fassen oder was? Nahkämpfer sind Geschichte. Schnappt euch noch die Schützen. Die hauen uns aber nochmal eine ganz schöne Bresche rein hier, aber bringt denen nichts. 4 Gegner noch. Wir haben noch 150 knapp. Die sind gleich weg. Das sage ich euch. Weggeschleckt. Eine noch und das war's. So, und dann wollen wir doch gleich mal sehen, was bei Burg Ismiralla schon wieder los ist hier. Kann ja gar nicht sein, dass der Feind es wagt, uns derart in die Suppe spucken zu wollen. Ja, den Rest brauche ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Ich habe genug Truppen. Klagos, für dich. Freu dir einen Ast. Hast einen Lehen mehr. So, was ist bei Ismiralla los? Ach, das wird schon gar nicht mehr belagert inzwischen. Das ist gut. Dann können wir direkt zurückreiten. Und das nächste Lehen erobern, auf das die Vegieren ganz schön am Zittern sein mögen. Mensch, wie sich unser Imperium ausweitet, hä? Aber es gibt noch zwei böse Feinde, vor allem hier die Kergiten, die sind ja ganz schön heftigst unterwegs. Die Sultanaten natürlich auch, aber die Kergiten vor allem, die machen mal Sorgen. Das wären auch noch ein paar ziemliche Kämpfe. Auf offenem Felde sind die ja nicht ohne. Durch ihre ganzen Reiter. Also das könnte heftig werden. Burg Sletsk gehört dem König der Vegieren sogar. Na, gleich gehört's uns. So kann's kommen. Aber wir haben nicht mehr viele Truppen, um noch groß was auszurichten. Also nach dem Angriff hier müssen wir die Leute erstmal heimschicken. Beißt die Maus keinen Faden ab, wir haben nämlich keine Truppen mehr. Die müssen sich alle erstmal wieder ein bisschen erholen. Verschwindet alle! Na? Du kleiner Schelm? Firentis hatte einen Level-Up. Na, das ist doch fantastisch.
Jetzt reicht's mir, aber muss ich doch noch hier lang. Ey, da ist ja noch einer. Hör auf damit. Oh. Und zum Angriff schützen. Ey! Ist gut. Von wo denn überhaupt? So, ich denke, diese mal erstmal los. Wie sieht's denn überhaupt aus? 43 Gegner sind es aktuell noch, die uns in die Suppe spucken wollen. Ich kann hier auch gerade nichts groß tun. Außer ein bisschen hier drauf feuern. Und hoffen, dass was trifft. Sind doch aber nur noch 28 Feinde, jetzt kommt schon, ja. So, und jetzt stürmen. Stürmt das Bock. Gegner noch, macht hin. Ich will da oben Tote vegieren sehen. Und zwar massig. Dass das klar ist. Hört auf zu feuern. Ihr wisst genau, dass ich nicht zurückfeuern kann. Wie viele noch? 9 Stück. Da haben wir es ja gleich schon wieder geschafft. Und Feierabend. Wieder eine Burg erobert. Boah, die Vegieren, die werden kotzen. Aber die wollten Krieg mit mir. Ich hab die nicht dazu gedrängt, dass die mit mir Krieg anfangen. Nehme ich mir mal die ganzen Rodoks mit, auch wenn ich sie wie die Pest hasse. Aber ein paar Truppen müssen ja schon mal sein. Oh, hier die ganzen schönen Ritter und Meisterschützen, die lasse ich doch nicht zurück. Die nehme ich alle mit, vielleicht lassen sie sich ja sogar bekehren. Wem geben wir denn das jetzt? Da der Mir schaut, der hat sich doch immer beschwert, dass er zu wenig kriegt. So Leute, jetzt aber wirklich erstmal müssen alle wieder nach Hause zurück.
Weil ich habe offen gesagt jetzt auch noch ein bisschen was zu erledigen. Wir müssen uns nämlich mal nach Rivershack durcharbeiten. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Nahrungsmittel. Die sind nämlich aktuell etwas knapp bei mir. Und wir gucken gleich mal im Lager, ob wir einige Gefangene rekrutieren können. Die drei Wachen wollen mit. Immer gern, immer her. Immer ran, weil er's kann. Rivershack wird belagert? Von dem Lümmel? Na, das glaubt er doch selber nicht. Das glaubt der doch selber nicht. Hallo Wirtcheck, ich möchte bitte gerne zum Marktplatz und ich hätte gerne die Butter, die Käse. Könnt ihr mir eigentlich hier alles mal einpacken? Oh, ich bin voll. Na, soll mir recht sein, bin ich halt voll. Bis oben hin wahrscheinlich. Ein Wiki-Reiter will mit. Oh shit, ich komme. Ah, du miese Qualle. Ist hoffnungslos. Swadische Truppen. Da nehme ich mir doch eine Handvoll mit, würde ich mal behaupten. Klagos gehört dir. Nee, 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 du. Ja, Rückleck, du miese Qualle, bleib sofort stehen. Ich krieg dich ja doch! Willst du Frieden? Derzeit nicht. Gut, dann muss ich dich leider ein wenig zerkloppen auf offenem Felde. Habe ich noch genug Reiter für sowas? Na, es geht. Na, vielleicht sogar die Elite noch mit reinnehmen. Und ein bisschen näher aneinander. Aber die Kavallerie, die ich habe, die stürmt nach vorne, bitte. Wir machen erstmal einen Kavallerieangriff. Während unsere Raubtruppe hier auch hinten bleibt. Na, wir haben ja doch noch einige Reiter mit am Start. Also, das wird trotzdem dem Feind ordentlich wehtun. Hört auf, mich immer zu blocken, wenn ich euch töten möchte. Okay, erstmal ein paar Reiter ausgeschaltet. Hast du schön gemacht. Was unsere Freunde hier angeht, die können doch eigentlich ein Stück vorrücken. Kommt mal aus der Ferne nach vorne. Gehört schon zu mir mit. So, Elite und Infanterie, ihr dürft ein bisschen Spaß haben gehen. Ich hab grad Freude. Lasagne! Oh, guck mal, wer kommt denn hier noch? Wer ist denn hier noch mit von der Partie? Tach! Abend. Guten Tag. Hey. Ich hab grad Freude.
Na, was wollt ihr denn? Zach! So, wir haben die letzten geplättet. Das war doch mal ein wunderbarer Angriff. Hat top funktioniert, das Ganze. Bin ich sehr zufrieden mit. Sehr zufrieden. König Jaroklek einfach mal niedergemacht. So wie sich das gehört. Firentis, du bist bei mir zuständig für überhaupt nichts. Gut. Dich hatten wir ja einfach zum Kämpfer erzogen. So, bitte sehr. Ein bisschen was auf zwei Hand? Hat er doch sich nämlich freuen. So viele Truppen. Foltert mich her. Gut. Courant und Revardin gehören aktuell noch dem Feind. Fragt sich nur, wie lange noch. Was habe ich denn jetzt im Halse stecken, hör mal? Also, das kann ich ja leiden. Oh, Courant ist auch gar nicht mal so gut bemannt. Da könnte man ja eventuell mal Bundo, komm mal ran hier. Wir müssen die Vasallen des Reiches wieder zusammenholen. Ich denke mal, einige werden inzwischen wieder ein paar Truppen haben. Ist ja doch schon eine Weile her, dass wir sie weggeschickt hatten. Ein paar Ingame-Tage. Da sollten doch ein paar Truppen wieder drin sein. Also versammeln wir die Banner bei Courant. Da kommen sie angeritten hier allesamt. Was? Das Sultanat? Die Dreckskerle. Die wollen Beef mit uns, glaubt ihr das? Wir brauchen mehr Truppen. Klagos am Start, das ist gut. Beim Morgengrauen müssen wir angreifen. Wir haben keine Zeit, wir müssen einen Krieg vorbereiten. Gut, zum Angriff. Die Truppen, die wir haben, müssen jetzt einfach genügen. Weil wir haben keine andere Chance jetzt. Wir müssen die Sache hier möglichst verlustfrei über die Bühne bringen. Denn die Sultanaten, die wollen sich mit uns kloppen. Und das ist nicht nett. Dass ich nicht treffe, ist auch nicht unbedingt nett. Macht schon! Wieso nimmt denn sich keiner die Schützen vor hier? Weiß doch jedes Kind, dass die uns im Wege sind. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir dem Sultanat einiges noch entgegenstellen können. Die stellen ja keinerlei Bedrohung mehr dar, eigentlich. Die haben wir im Blitzkrieg vernichtet. Innerhalb weniger Wochen haben wir die mächtige Fraktion an den Rand der Vernichtung getrieben. Wir müssen jetzt vor allem darauf achten, dass die Sultanaten ordentlich aufs Maul bekommen. Die dürfen gar nicht erst einen Fuß in die Tür bekommen, quasi. Aber hier noch Schützenhammer.
Ah, ist gut. Boah, er schreckt mich halt. Okay, die neue Nahkampftruppe stürmt. Ah, nicht auf mich bitte. Ich kann das nicht ab. Erstmal noch ein bisschen Pfeile sammeln. Da, dich wollte ich gar nicht. Oben. So macht man das. Oh, hier haben wir noch Schützen. Hä? Der Pfeil ist gar nicht geflogen, der war einfach weg. Hä, jetzt habe ich ihn wieder im Inventar, WTF. Voll daneben. Schützen zum Angriff, wir brauchen euch jetzt hier oben, hilft nichts. Von euch haben doch eh viele keine Munition mehr, da könnt ihr doch mal ein bisschen hier in den Nahkampf gehen. Ich guck mal, ob ich hier an der Armbrust rankomme. Ach nee, du hast schon Knüppel zwischen die Beine. Dann hätte ich den Bogen doch gerne wieder. Ja, das war nix. Aber die kriegen trotzdem ganz schön auf die Fräse. Ja, diese verdammten Sultanatenschweine. Wie die mich gerade aufregen, dass die mir jetzt den Krieg erklären. Die Hunde, das hätten sie ruhig noch eine Weile lassen können. Ziel ist, dass du Arsch da hinten mal umfällst. Der will aber nicht. Jetzt will er. Alle mal in den Nahkampf jetzt hoch. Ich hab den Bolzen reingedrückt, das hat ihn nicht gefreut, denke ich mal.
21 Gegner lümmeln hier noch rum. Und ich habe keine Bolts mehr. Können wir noch was unter Beschuss nehmen, meine Freunde hier oben. Weil da scheinen noch ein paar Schützen auf den Türmen zu stehen, die doch recht unfreundlich reagieren. Da sehe ich einen, der ist aber gleich weg, denke ich. Weil der hat unsere ganzen Schützen gerade gegen sich. Und wir machen Schluss, denn wir überziehen schon wieder wie sonst was. Haut rein!